meine Lieben, heute mache ich ein kleines gemütliches Video. Ich habe mir bereits meinen Tee gemacht und ich möchte euch zeigen, was wir unseren Kindern zum Weihnachten vorbereitet haben. Vielleicht brauchst du eine oder andere Geschenkidee, was du deinem Kind zum Weihnachten schenkst. Meine Kinder sind Andreas ist fast 2 Jahre alt, er wird im Dezember 2, kurz vor Weihnachten eigentlich. Und Annabelle ist 3, also die wird im Dezember 3 Jahre und 10 Monate, also fast 4 Jahre alt. Und die Geschenke, die wir jetzt vorbereitet haben, sind für Kleinkinder, die etwas älter sind, so ab 2 und 2,5 Jahre alt. Falls dein Kind etwas jünger ist und du Geschenke, die für kleinere Kinder brauchst und für Babys, möchte ich dich darauf hinweisen, dass ich bereits so ein Video gemacht habe. Das werde ich verlinken. Dort findest du einen umfangreicheren Geschenkeführer mit Geschenkideen für kleine Babys von 0 bis 6, von 6 bis 1 und für Kleinkinder von 1 bis 3. Also falls dieses Video für dich nicht passend ist, dann empfehle ich, in diesem anderen Video rumzustöbern. Bevor ich jetzt anfange, ich habe hier einen Haufen von Geschenken, die ich euch sehr zeigen möchte. Ich möchte aber erstmal erwähnen, dass all das sind nicht nur Geschenke, die wir Eltern schenken, sondern diese Geschenke werden zwischen uns und Großeltern und Paten aufgeteilt, so dass die Kinder jetzt nicht zu viele Geschenke bekommen. Wir versuchen, die Geschenke eigentlich im Rahmen zu halten. Es reicht, wenn von den Eltern nur ein Geschenk kommt und von Großeltern nur ein Geschenk kommt. Und wenn man eine große Familie hat, dann sowieso ist es zu viel, finde ich, für das Kind, an einem Tag so viele Geschenke zu bekommen. Wir fangen gleich an und ich fange gleich mit Geschenken für Andreas an. Wie gesagt, er wird ja 2 Jahre alt sein, damit ihr euch orientieren könnt, für welches Alter. Und zwar geht es hier um dieses Auto. Das ist so ein Feuerwehrauto aus Holz. Ich glaube, dieses Geschenk könnte man auch einem jüngeren Baby schenken. Wobei hier steht 3+. Ich gehe davon aus, dass es wegen diesen kleinen Teilen. Lass uns das kurz auspacken. So, jetzt habe ich das ausgepackt. Wie ihr seht, das ist eigentlich relativ großes Auto. Man könnte das gefühlt auch einem 1,5-jährigen Baby geben. Ich sehe jetzt kein Problem, es sei denn, diese Schnur ist hier vielleicht nicht so sicher, aber das kann man auch abmachen. Und da kommen noch diese 2 Feuerwehrmänner, die hier vorne sitzen. Der Grund für dieses Geschenk ist, dass Andreas einfach besessen von Autos ist. Ja, der spielt überwiegend mit den Autos und wir haben noch kein Feuerwehrauto. Und passend dazu habe ich ihm dieses Feuerwehrbuch gekauft über die Feuerwehr. Diese Bücher sind genial. Wir haben bereits ein Buch über Polizei. Er liebt dieses Buch. Es muss 3 bis 2 Mal vorgelesen werden, bevor er überhaupt ins Bett geht. Und ich habe gedacht, ich kaufe ihm ein neues Buch mit der Feuerwehr. Und ja, das passt zusammen mit seinem neuen Feuerwehrauto. Was so toll an diesem Buch ist, dass hier sind echte Fotos drin. Ja, man sieht ja die Feuerwehrmänner und es ist alles Fotografieren. Die Blätter sind aber sehr dick, so dass es genau für ein kleines Kind passend ist. Und die Texte sind auch sehr, sehr klein und eigentlich in Gedichteform. Und das ist auf jeden Fall ein Montessori-freundliches Buch. Für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, wundern sich wahrscheinlich, was meine ich mit Montessori-freundlichem Buch. Maria Montessori hat erkannt, dass die Kinder vor allem in der ersten Entwicklungsstufe von 0 bis 6, also von 0 bis 3 ist es so ein unbewusster, absorbierender Geist und von 3 bis 6 Jahre haben die Kinder bewussten, absorbierenden Geist. Das heißt, die Kinder saugen alles auf. Die sind kleine Schwämmchen, die absorbieren alles, was um sie herum ist. Und es ist nicht förderlich, so einem Kind, was alles aufsaugt und erstmal die Welt kennenlernen muss. Ja, die Kinder kommen dann auf diese Welt, die müssen erstmal ankommen. Die müssen erstmal elementare Dinge verstehen und die ganze Welt kennenlernen. Es ist nicht förderlich, so einem Kind Fantasiebücher zu zeigen, Märchen vorzulesen. Das Kind kann noch nicht die Realität von der Fantasie unterscheiden. Montessori-freundliches Buch hat echte Fotos, hat echte Bilder und hat Geschichten aus unserem Alltagsleben. Als nächstes werden wir Andreas so ein Stempelset schenken. Hier sind wiederum alle Fahrzeuge repräsentiert und dieses Set ist aus Holz
Und die Griffe sind eigentlich ganz gut, also und die Stempeln sind eigentlich ganz groß und gut für die kleinen Hände. Man kann es ganz gut greifen. Natürlich wird er dieses Spiel nur unter Aufsicht machen, sonst haben wir vielleicht Stempel irgendwo an den Wänden. Das muss man einem Kind am Anfang gut erklären, dass gestempelt wird nur auf dem Papier. Man zeigt das Papier, man zeigt die Stempeln. Man gibt dem Kind auch nicht alle Stempeln. Also hier in diesem Set sind 8 Stempeln und 2 verschiedene Farben, blau und rot. Und ich würde aber Andreas erstmal nur 2 oder 3 Stempeln geben auf einmal und nur eine Farbe und zeigen, dass es einfach auf dem Papier gestempelt wird. Noch ein Geschenk, was Andreas bekommt, ist leider noch nicht eingetroffen. Und zwar bekommt er eine Eisenbahn aus Holz. Da haben wir uns für Brio entschieden, Brio Eisenbahn. Ich glaube, es ist so eine altbekannte Marke für die Eisenbahn, für Kinderspielsachen. Es gibt noch ein sehr gutes Set bei IKEA, soweit ich weiß. Jetzt schauen wir uns Brio an. Wir haben bereits ein kleines Set, ja, für Kinder. Ich habe das aus Lidl geholt. Da sind ja nur ein paar Schienen und ein kleiner Zug. Und momentan spielt Andreas sehr, sehr gerne damit. Annabelle eigentlich auch. Sie spielen gemeinsam. Und ich glaube, dieses Geschenk wird richtig gut ankommen, weil die lieben, die spielen fast jeden Tag damit. So, und wenn wir schon über die gemeinsamen Geschenke reden, möchte ich euch noch unbedingt diese Geschenke dir zeigen. Da sind so kleine Magnete und das ist so ein Open-Ended-Toy, ja, so das Spielzeug, was kein Ende hat, was Fantasie anregt, wo die Kinder einfach ja, kreativ sein können. Wir haben bereits ein Set von Magnatiles, so heißt dieser Hersteller, und das sind solche, ja, solche Fliesen, ja, magnetische Fliesen, wenn man das übersetzen würde. Und unsere Kinder spielen einfach super gerne damit und ich habe gedacht, ich kaufe noch ein Zusatzset, was immer ergänzend sein kann. Man kann alles Mögliche damit basteln, ja, Häuser, also Andreas baut immer Parkhäuser und parkt seine Autos da. Annabelle bastelt irgendwelche Schlösser für ihre Puppen. Die sind sehr, sehr robust, die sind ja schon mehrmals runtergeflogen, aber keins davon ist kaputt gegangen. Das Schöne ist, dass sie so durchsichtig sind, ja, und man kann eigentlich, wenn man 2 verschiedene Farben aufeinander stellt, kann man ja eine andere Farbe kreieren. Ja, das Kind kann auch lernen, dass wenn du Blau und Gelb zusammenführst, bekommst du Grün. Und im Set sind auch verschiedene Formen. Es gibt so ein großes Dreieck, kleines Dreieck und Quadrate. Dieses Set, was ich jetzt gekauft habe, ist etwas anders. Es hat gespiegelte Fliesen dabei. Es heißt Stardust. Lass uns kurz schauen, wie das aussieht. So, jetzt habe ich das ausgepackt. Ich glaube, ich muss das noch... Da ist noch eine Folie, die man abziehen muss. So. Und ich glaube, es ist auch super interessant für die Kinder, so eine gespiegelte Fläche zu haben. Das ist einfach Zusatzset, was sie ja bereits haben. Weil manchmal, wenn sie was Größeres bauen wollen, reichen diese Magnete nicht aus. Deswegen kann man da immer wieder neu dazu kaufen. Das ist wie mit Eisenbahn, ja, dass man die Schienen und so weiter immer, also kleine Sets immer dazu kaufen kann und die Kollektion erweitern kann. Es hat gerade geklingelt und es kam die Eisenbahn. Ich zeige euch gleich kurz, wie das aussieht. Ich habe das bereits ausgepackt. Also das ist so ein großes Karton. Ich weiß nicht, ich zeige das so. Ich passe nicht mehr ins Bild. Ja, ich glaube, es ist ein sehr umfangreiches Set. Das heißt Travel Switching Set. Es hat hier viele Schienen und 2 Züge. Brücke und so weiter. Also ich glaube, die werden richtig Spaß haben. Noch ein gemeinsames Geschenk, was wir den beiden schenken werden, sind solche Steine. Es heißt River Stones. Ich bin sehr gespannt. Ich würde gerne selber das ausprobieren. Da sind so Balanciersteine. In diesem Set sind eigentlich, ich glaube, 6 Stück. Genau. Empfohlenes Alter ist hier 2+. Und das Tolle daran, das ist so ein Spielzeug für Grobmotorik, ja, für die Entwicklung der Balance, für die
Bewegungsspiele. Und ich finde das super, dass man vor allem im Winter, ja, wenn man wenig draußen sein kann, kann man super toll auch drinnen etwas machen. Und die Kinder sind sehr aktiv momentan. Und momentan springen sie einfach auf dem Sofa. Und ich habe überlegt, was kann ich denn anbieten, dass sie diese Energie, was sie haben, so Bewegungsdrang befriedigen können und gleichzeitig nicht einfach so auf dem Sofa springen. Ich bin gespannt auf dieses Spiel. Man kann es erweitern. Es gibt noch ein weiteres Set mit 11 Steinen. Und das Tolle daran ist, du kannst es überall spielen. Ja, du kannst es zu Hause auslegen. Du kannst es später im Sommer auch draußen im Garten, auf dem Rasen vielleicht die Steine legen. Und die Kinder sollen von einem Stein aufs andere hüpfen und balancieren. Lass uns kurz schauen, wie das aussieht. Ich bin gespannt. So, jetzt habe ich das ausgepackt und das sind so Steine, ja, es gibt größere Steine, es gibt auch kleinere Steine mit verschiedenen Farben, ja, und mit verschiedenen Farben, verschiedener Höhen. Und das Tolle daran, das nimmt nicht so viel Platz, man kann das auspacken, spielen und dann wieder zusammenpacken und das Zimmer ist dann aufgeräumt. Und weiter geht's mit Geschenken, die eigentlich beide damit spielen können. Eigentlich spielen sie immer zusammen und teilen sich die Sachen, von daher, egal was ich jetzt zeige, werden sie trotzdem zusammen damit spielen. Aber das ist auch ein Musikinstrument, also ich gestalte jetzt ein bisschen das Zimmer von Annabelle um. Dadurch, dass Annabelle jetzt mit Andrea schläft, haben wir quasi ein Schlafzimmer für Kinder. Und in dem anderen Zimmer habe ich überlegt, ich mache ein kleines Montessori-Klassenzimmer und gestalte es tatsächlich nach Montessori-Prinzip mit 6 verschiedenen Bereichen. Ich werde euch unbedingt das nachher zeigen, wenn es fertig ist. Und für den Bereich musikalische Entwicklung habe ich ein paar neue Instrumente gebraucht und beziehungsweise haben wir ja nicht so viele. Und ich habe gedacht, ich kaufe so ein, was ist das? Ich bin selber nicht sehr musikalisch. Was ist das? Wie heißt es? Ich schaue mal nach, wie das heißt. Trommel. Das heißt doch Trommel, oder? Ich schaue mal kurz nach. Trommel, genau. Bongo Drum. Handtrommel. Also, Handtrommel bekommen sie. Und das ist echt, also wie echtes Trommel, nur für Kinder. Und ich glaube, das klingt auch ganz gut. Klingt ganz gut, gefällt mir. Genau, und das wird in unserer Ecke zur Musik stehen. Was noch dazu kommt, sind die Glöckchen. Es gibt in der Montessori-Umgebung, in einem Montessori-Klassenzimmer, einen Glockensatz, also Montessori-Glockensatz, bestehend aus 16 Glocken. Eine Reihe von Glocken hat hölzerne Farbe und die andere Reihe hat weiße Farbe und das Kind muss eigentlich nach Oktaven die Glocken in richtige Reihenfolge reinstellen. Ein tolles Sinnesmaterial. Kostet aber ziemlich viel Geld und ich habe gedacht, wir probieren jetzt mit einem kleineren Set, mit einer Alternative, was natürlich nicht den ganzen Umfang des Materials von Montessori hergibt, aber wir probieren das mit diesem Glöckchen. Und zwar habe ich hier so ein Set aus 8 Glocken und jeder Glocke entspricht einer Note und das Kind kann zumindest die Noten lernen und die Glocken sind auch relativ groß, ja. Jetzt gucken wir mal. Ja, hört er mal, das ist ja unterschiedliche Noten. Und vielleicht kann man da irgendein Spiel mit dem Xylophon zusammen machen. Das muss ich mir noch überlegen, aber das wird bei uns auf diesem Regal für Sinnesmaterial stehen und zu musikalischen Entwicklung dazugehören. Ich glaube, das wird das letzte gemeinsame Geschenk sein und zwar sind es die Bücher. Das sind die Bücher von National Geographic für Kids. Ich finde die total genial. Ich habe die jetzt vor kurzem entdeckt und ich musste irgendwie 3 Bücher gleich bestellen. Das ist, was ich sage, das sind total Montessori-freundliche Bücher, weil hier nur echte Bilder sind, echte Kinder und das ganze Buch, also dieses Buch ist über ja, mein großes Buch der Fragen. Eigentlich ist es so für Annabelle gerichtet, weil die jetzt in diese Phase reinkommt, wo sie viele Fragen stellt. Die ist ja fast 4 und hier werden verschiedene Fragen beantwortet.
Ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, warum wird die Haut im Wasser runzelig? Ja, und man hat dann so ein süßes Bild dazu. Warum schaut der Arzt in den Rachen? Warum muss ich mir die Zähne putzen? Das ist auch ganz gut. Ja. Ich glaube, solche Bücher sind super informativ. Also wie gesagt, ich glaube, es ist schon bereits für Kinder ab circa 3 Jahre alt, weil die Blätter sind ziemlich dünn. Also für kleinere Kinder ist es wahrscheinlich noch zu früh. Andererseits kann man das gemeinsam mit Mama anschauen, vorlesen, auch einem Kind, der 2 Jahre alt ist. Ja. Und vielleicht das Buch dann wegräumen, falls euer Kind die Blätter gerne ausreißt. Ja? Anderes Buch ist mein großes Buch der Tiere. Und die Bilder sind einfach wunderbar. Ja? Da sind ja die National Geographic sind ja bekannt für tolle Fotografien. Und das Tolle daran ist, dass die Texte sind auch sehr groß geschrieben. Ich glaube, das sind auch toll für Kinder, die anfangen zu lesen. Ist es auch sehr interessant und toll. Und das Kind lernt noch dabei etwas aus der Welt. Ja? Und schaut mal euch die Bilder an. Ich finde die super toll. Ich bin gespannt. Ich habe nicht erwartet, dass die Bücher so groß sein werden. Als ich die bestellt habe, habe ich irgendwie ein kleineres Format erwartet. Aber jetzt haben wir die 3 und das dritte ist mein großes Buch der Wissenschaft. Das ist wiederum so ein bisschen ja, über die Welt erfahren. Hier gibt es verschiedene Themen, Biologie, Wissenschaft, welche Berufe man hat. Deine Sinne, ja, für Kind, auch für kleineres Kind ist interessant, über die Sinne mit dem Kind zu sprechen. Und ich habe auch diesen Teil ist besonders interessant für uns, weil ich für Annabelle auch ein paar Sachen bestellt habe, was Geografie betrifft. Und es geht natürlich um dieses Projekt Montessori-Klassenzimmer zu Hause. Wir haben noch keine Materialien, was Geografie unterstützen. Und in dem Alter mit 4 Jahren kann man bereits mit dem Kind darüber reden, was für eine Erdkugel wir haben, welche Kontinente wir haben. Und langsam dem Kind erzählen, wie die Welt außenrum funktioniert, dass man nicht nur in einer kleinen Stadt lebt, sondern es gibt andere Städte, es gibt andere Länder, es gibt andere Kontinenten, es gibt andere Kulturen. Dazu werde ich Annabelle eine Erdkugel schenken, einen Globus von Montessori Shop. Das Gute daran ist, dass der Globus nur Kontinente hat. Das Kind ist ja noch nicht so weit, dass man dem Kind auch Details zeigen soll oder kann. Ja, dass, jeder Kontinent hat auch viele, viele Länder. Das wäre ja zu viel für das kleine Kind. Aber so ein Globus, wo man nur die Kontinente sieht, ist super. Man kann ja das gut trennen. Und begleitend dazu habe ich ihr noch so ein Puzzle bestellt. Sie mag zu puzzeln und dieser Puzzle besteht aus 33 Teilen. Und soweit ich verstanden habe, dass es tatsächlich jeweiliger Kontinent hat eigenes Puzzleteil und dann für Ozeane sind ja ein paar mehr Teile dabei. Ja, ich hoffe, das kommt gut an und das können wir gemeinsam mit dem Globus, was wir bekommen, die Kontinente lernen und lernen eigentlich, wo wir leben, wo lebt ihre Oma. Eine Oma lebt in USA und das ist interessant für sie einfach zu wissen und zu sehen, wie weit ist es. Ne? Was wir noch Annabelle schenken, ein großes Geschenk, ist ein Laufrad. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgepackt, um euch zu zeigen. Es ist noch nicht so ganz zusammengebaut. Bis jetzt hatten wir immer Laufräder vom Hersteller Pukki und da kann ich nur das wärmstens empfehlen. Wir waren sehr zufrieden und ich habe aber gedacht, jetzt probieren wir mal mit diesem, das ist von Bikestar, mit diesem Laufrad. Sie wollte unbedingt was in rosa oder pink, deswegen habe ich die Farbe ausgesucht und es ist so, dass Annabelle erst mit 3 Jahren angefangen hat, überhaupt mit dem Laufrad zu fahren. Davor wollte sie nicht, die ist eher so vorsichtiger Mensch und hat sich irgendwie nicht getraut. Und jetzt fährt sie aber sehr gerne und das Laufrad, was sie hatte, wir haben ja kein neues gekauft, weil sie ja sich nicht darauf getraut hat. Und das Laufrad, was sie jetzt hat, ist super klein für sie, passt nicht. Und ein richtiges Fahrrad ist noch zu früh für sie, weil sie ja nicht so weit ist. Ja, die hat ja vor kurzem angefangen, so gesehen.
Deswegen haben wir dieses Laufrad als Übergangsstufe besorgt, bevor sie dann auf das richtige Fahrrad umsteigt. Und das ist ein tolles Geschenk, finde ich, vor allem für Weihnachten. Einem Einjährigen kann man Pookie Wutsch schenken. Einem Zweijährigen gibt es dann Pookie Laufrad für Zweijährige. Ja, das benutzt jetzt Andreas. Das ist eigentlich auch das alte Laufrad von Annabelle, weil sie nie angefasst hat und nie ausprobiert hat. Ja, und solche Geschenke, die die Grobmotorik unterstützen, die für die Bewegung gedacht sind, sind immer toll. Es ist ein größeres Geschenk und das passt sehr gut als Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk. So, als nächstes Spiel haben wir für Sie so ein Hammerspiel. Das ist ein Korkbrett. In dem Set gibt es ein Hammer, Nägel und verschiedene Holzfiguren und das Kind kann verschiedene Muster, Häuser und weiß was ich daraus bauen. Und das Tolle ist, das Kind übt die Feinmotorik. Ja, das ist auch so von Montessori angehaucht, weil es gibt im Montessori-Bereich ein Material, wo die Kinder tatsächlich Nägel reinhauen. Das hier ist eher so für Kinder gemacht, aber ich fand es gut, zumindest einen Kinderhammer drin zu haben und ja, das kann man dann später ausbauen und ich bin gespannt, wie sie das aufnimmt. Sie mag zu hauen, deswegen glaube ich, das kommt ganz gut an und natürlich später kann Andreas auch mit diesem Spiel spielen und wir haben doppelten Nutzen. Und das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich kein Weihnachtsgeschenk. Ich habe das einfach mitbestellt. Das sind so zwei Hefte für Annabelle. Und ich finde, diese Hefte sind toll, wenn das Kind irgendwie sich langweilt und man ist ja bei unterwegs, zum Beispiel irgendwie lange Wartezeiten hat oder im Zug sitzt oder im Flieger, was man momentan nicht tut, ne? Aber trotzdem, wenn man irgendwo auf irgendwas wartet und das Kind sich langweilt, man kann so ein Heft sehr gut mitnehmen. Und hier sind so verschiedene Übungen, was die Kinder machen können. Zum Beispiel diese Übung hier, ja, man soll ja Schattenbild passend zu dem Tier finden und das könnte total auf das Montessori-Sinnesmaterialregal kommen und so weiter sind ja verschiedene, hier sind Übungen zum Zählen und zum Malen und Fehler finden und so weiter. Finde ich toll, wir hatten bereits ein Buch ausprobiert und das ist sehr gut angekommen und die Bücher sind ab 4 Jahre. Ich verlinke alles in der Infobox, alles was ich euch heute gezeigt habe, werdet ihr in der Infobox finden. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr eurem Kind zum Weihnachten schenkt, was habt ihr für Ideen und das ist immer toll zu sehen, was die Leute so vorbereitet haben und vielleicht hilft es einem oder anderen, der diesen Kommentar liest. Falls ihr noch nach weiteren Ideen sucht, dann schaut euch noch dieses Video an. Ansonsten verabschiede ich mich für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche mit einem Montessori-Video zum Thema Sprachenlernen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!